Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Ja, der Elsa geht's besser. Elhamdulillah. Upsala, die will da rein. Yunis hat versteckt sich im Stall, weil der Jack hat ihn angesprungen. Mausi, mach bitte die Türe zu, sonst haut der Jack uns ab. Der geht schon zur Tür. Mahmoud macht das Stromkabel, weil wir haben alle Küken zusammen. Ich habe sie heute Morgen einfach gedacht, Mensch, was soll der Mist? Was sollen wir da wegen 2 Wochen rummachen? Wir probieren das einfach. Und ja, sie vertragen sich. Ne? Die kriegen dann auch, wie gesagt, sowieso eh das gleiche Futter. Guck mal, das ist ein kleines und das ist ein 2 Wochen altes. 4 Wochen alt. Nee, warte mal, stimmt doch gar nicht. Puh, 1 Woche alt, 3 Wochen alt, so rum. Ja. Jetzt müssen wir noch, guck mal, da haben wir alles weggemacht. Wieder die Türen weg, die Steine weg und die sind jetzt alle da. Gut, das Bettchen haben wir hierher. Jetzt muss ich es wieder einstecken, hier der Lade. Ja, na Mahmoud, I take it out, Ashan. I make the Kahraba. Guck mal, Leute, da hinten sitzen sie schön, machen Mittagspause, hier durchs Gefängnisgitter. Komm mal her, da. Mimi, Mimi. Mimi, Mimi, komm. Komm, komm, Mimi, Mimi. Nur du kommst. Was sind das? Undankbare Bande, die wollen mich nicht mehr. Ah ja, die haben jetzt volle Kröpfe, volles Futter. Was? Das ist der größte von allen. Mimi, Mimi, kommt. Mimi, Mimi, kommt. Ja, das sieht sehr nach Hahn aus. Naja, 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 wir werden sehen. Noch 2 Wochen, dann ist es definitiv, dann steht's fest. Aber wunderschöne Federn hat er. Und was sehen wir hier? Die Brigitte Bardot. Hier habe ich jetzt Futter reingetan. Da sieht man gerade den Schnabel und sie frisst. Seht ihr? Pick. Die pickt. Ja, lass sie mal schön essen, weil die ist nicht aufgestanden. Na, ich kontrolliere ja immer, ob sie auch frisst, aber... Und heben wollte ich sie nicht. Ich habe euch ja schon erzählt, geschiert habe ich. Es waren 10 Eier drin. 1 war nicht befruchtet, aber in allen 9 ist alles gut. Nichts abgestorben. Na, Naturbrot ist halt Beste, gell? Kann nichts schief gehen. Ja gut, kann auch was schief gehen, dass die aufsteht und nicht mehr will oder dass sie nach dem Schlupf ihre Eier kaputt macht während dem Schlupf, dass sie die Küken tötet. Kann alles sein. Also auch mal Naturbrot ist nicht 100%. Aber ja, bis jetzt habe ich einfach super, ja, bis letzten, das, die letzten beiden Dinger waren natürlich nichts. Aber da haben wir auch nicht richtig. Oh, kommst du jetzt mit den Gänschen? Die sollen auch ein bisschen alleine futtern, gell? Deine Mäuse. Du bist die Gänsemama. Die hören mehr auf dich als auf mich. Ich bin zu beschäftigt mit allem hin und her. Ich mache gerade auch deutsche Brötchen, dank der Mira aus Hurghada. Hat mir ein gutes Rezept gegeben. Hast du abgeschlossen? Dann mache ich jetzt mal Brötchen, aber mit Weizenkleie, bisschen dunkle, nicht so helle. Mal sehen, gerade geht der Teig noch. Die Brötchen sind schon, habe ich Plätzchen vorher gesagt? Deutsche Brötchen, ne, Bäckerbrötchen. Wir werden sehen, weil jetzt muss ich ja jetzt ein bisschen mich üben hier. Nicht im, also Brot darf man jetzt auch nicht mehr so von der Schwiegermutter, weil weiß man's. Die passt ja gar nicht auf. Die lacht ja über das ganze Thema, ne? Deswegen muss ich mich schon vorbereiten. Mit deutschem Brot backen. Ägyptisch bin ich noch nicht so weit. Bitte nicht da drauf. Das ist porös, Jonas. Da kann was passieren. So. Jetzt. Heute haben wir Video angeschaut mit den Kindern auf unserem Fernseher, als der streichelt so bei der Deutschen am Nil und wie die Schafe geboren wurden. Der Yunis mit seinen kleinen Locken, der hat ja nur Arabisch geredet. Das ist jetzt ein Witz, gell? Das ist unvorstellbar, Yunis, gell? Dass er jetzt die war so süß. Der ist heute, der Yunis, dem geht's nicht gut, der will gerne raus, der will rennen draußen, aber das darf er nicht. Wir haben jetzt einfach Quarantäne. Und das langsam versteht er das auch. Jetzt baden die, ich wollte gerade filmen, wie sie trinken, die sind so niedlich. Die Popöchen, da wachsen jetzt die Federchen, die ersten. Und der Boss auch. Der Gunnar, der tut jetzt.
Nee, das ist zu ungerecht. Der Gunnar ist erst größer als sie. Ach, stimmt. Ja gut, weil der da oben ist, dachte ich, tut jetzt baden. Na, Jonas. Und ich finde die so gechillt, die Küken. Was? Die legen sich einfach, guck mal, mit dem Kopf nach vorne. Also ich will auch jetzt diesen Stein. Ja, ich will auch ein Küken sein. Guck mal, wie toll. Ich will auch. Wir machen Mittagsschlaf jetzt. Baba besorgt jetzt Zwiebeln. Mama macht mal wieder kein Essen. Mal wieder, wie sich das immer anhört, als ob ich nie koche. Ja. Das ist so wie in Deutschland bei euch. Hauen wir mal eine Pizza rein. Bestellen wir mal beim Lieferservice. Oder holen wir was aus der Gefriertruhe. So ein Fertiggericht. Das ist halt bei uns das Thunfisch. Haben die ein Ei gelegt? Die geht gleich gucken. Und wir sitzen hier, gell? Bin hier konzentriert. Du bist ganz konzentriert. In dieses Hammer jetzt. Ja, wir haben vor 2 Jahren, sah es hier ganz anders aus. Tja, genau. Es war Anfang 2018, ist hier, nicht 2018, das war gar nicht so. Aber auf jeden Fall sah es ganz anders aus. Ich weiß jetzt nicht, welches Jahr das Video war, wo wir gesehen haben, aber ja, hammerhart, was wir alles verändert haben in der Zeit. Hammerhart. Jetzt haben wir viel gemacht hier bei uns im Stall die letzten Jahre. Jetzt müssen wir halt auch das Haus machen. Das Haus ist jetzt auch so gut wie. Na, jetzt kommt nur noch die Küche, dann machen wir unser Schlafzimmer noch. Und Wohnzimmer lassen wir so. Brauchen wir jetzt erstmal nichts. Alles gut. Nur das Sofa wird gemacht. Ja. Okay, und wenn das soweit ist, Leute, dann nehme ich euch mit, wenn die Küche da ist. Ach so, das geht ja auch nicht, wegen Corona. Ich wollte dann, Küchenutensilien kaufen. Neue Gläser, alles neu. Ja, das geht dann auch nicht. Wir werden dann einfach abwarten müssen. So ist das. Kann ja nicht sein, Quarantäne und dann geht sie Gläser kaufen und Besteck. Ja, komm. Dürfen tue ich es noch hier, ne? Belegen wir. Oh, die Ingrid hat auf der rechten Seite eine weiße Schwanzspitze. Süß, Flügelspitze. Darf ich das essen? Nee. Der Gunnar wollte auch schon eine Runde. Er wollte sich erfrischen, frisch machen. Das ist der Boss. Was machst du, wenn sie dann auf einmal dich anfauchen? Was machen wir dann? Wenn die anfangen, richtig zu fauchen und dich anzugreifen? Glaubst du nicht? Ich wünsche es mir, dass es nicht passiert. Ich wünsche mir, dass es das passiert. Das ist die gute Frage. Lutscher im Dreck. Was ein Schreck. Tust mir jetzt aber nicht mehr in den Mund. Nein. Nein. Und dann ganzen Hof. Im ganzen Hof. Okay, so, machen wir mal andere Sequenzen. Jetzt gehen wir mal rein und gucken, was da los ist. Brigitte, hast fertig gegessen? Ja. Gut. Die Brötchen. Ich freue mich. Da sind sie, die Brötchen. Ich bin noch am Kauen. Ich habe schon eins gegessen. Es ist gar nicht so unlecker. Ich werde sie jetzt aber noch abdecken, die sind noch sehr heiß. Ja, ein bisschen, ne, genau on the point rausgenommen. Oben noch kurz den Grill angemacht. Ja, mein erster Versuch, das sind Weizenkleie, Mehlbrötchen, whatever. Ja, nicht schlecht, hier wartet schon die Zwiebeln, dass wir gleich Thunfisch essen. Ja,
Was sagt ihr dazu? Also bitte nicht nach Rezept fragen. Ich habe die abgewandelt von Sonntagsbrötchen mit unseren. Wir haben natürlich nicht hunderterlei Mehlsorten da, sondern ich habe das selber irgendwie. Und dann habe ich noch ein bisschen Nido-Milchpulver rein. Ja, und ihr kennt mich, immer so ein bisschen andere Sachen, was halt im Rezept ist. Ja, aber kann man essen. Mahmoud wieder am Telefon, hier ist irgendwie, manchmal denkst du, hier ist wirklich irgendeine Hotline, Info-Hotline, Vodafone-Hotline, whatever, hier rufen sie an, keine Ahnung. Broti, Broti, lecker, lecker. Guter Witz, Mahmoud. Komm schnell, bevor das zu essen kalt wird. Guck mal, mein altes Telefon kriegst du. Was guckst du an? Schon wieder spielen. Komm jetzt essen, Habibi. Schnell, bevor das Essen kalt wird. Selbstgemachte Brätle. Warte, es ist gerade verschwommen. Schmecken die Weckle? In Schwäbisch heißt es Weckle. Das ist Schatter, ganz scharf aus Deutschland. Hat die Oma mir falsch geschickt. Das ist der Baba jetzt. Jonas, es ist ganz scharf. Ach, hast du schon gemacht. Okay, so. Wie schmeckt das Brot, Mausi? Ja, lecker. Lecker? Mahmoud, yeah, I want also that you try the German Weizenkleie Brot. Wir werden ich hatte gerne mal Elektro dran. Ja, alles Deutsche mag ich probieren. Bismillah. Lecker schmecker. Bismillah. Und schnell Zwiebel hinterher, dass man es nicht spürt. Ja, ist schon okay, das Ding. Guck, mach mal auf. Also, ja. Fluffig. Das geht. Also, guten Appetit. Wir haben uns alle... Ja. Lieb, guten Appetit. Halas. Also der Schorsch steht gerade vom Mittagsschlaf auf. Der Schorsch ist jetzt zu Hause. Bye bye Schorsch, der ist ausgeliehen an unseren Schwager, an meinen Mann, sein Schwager. Der darf decken. Abudi, yalla betak. And we have Corona, he must not stay here. Mashi. He must understand. Du hast Hunger, Coco? Ja, mein Mann sagt, lass, seine Mutter ist da. Ja, die gehen trotzdem alle noch zum Opa. Alles okay, gell? Alles okay. Kein Problem. Ja, Heidi, brauchst du die Leiter oder was? Wieso ist jetzt hier die Leiter? Immer noch. Ah, oh, Leute, wir haben es halt. Wir sind die Spezialisten, gell? Guck mal, die Kükis. Komm. Mimi. Mimi. Ah, hinter mir, da kommen sie schon. Heia. So. Fleißige Mause hängt die Wäsche auf. Mach mal, die muss jetzt hier mal Wasser geben und alles. Oh, Mittagsschlaf beendet. Eine Runde wach werden mit Sting. Und der Schorsch ist ausgeliehen. Ne? Der darf mal kurz in eine andere Stadt. Der große Deckhengst. Genau, sehr gefährlich. Penny. Was machst du? Du? Nein, nicht beißen, nein. Nicht knabbern. Nein. Guck mal, fängt... Nein. Das ist aber auch zuckersüß. Nein. Ja, wie willst du das den Leuten beibringen, nicht zu uns zu kommen? Guck mal, wir haben hier schwüles Wetter, wirklich sehr schwül. Da denkst du, jetzt kommt Regen, aber das sieht nur so aus. Bewölkt und sehr heiß. Also über 30 Grad locker. Im Internet steht 33. Ja. Ich sitze mal wieder da, habe allen Futter gegeben.
Ich gehe mal zu den, Entschuldigung, zu den Schafen. Die kommen auch zu kurz. Was ist mit dir los, der Spatz? Oh. Hast du? Ich habe sie reingeschickt, der Baba soll ihr Neurovit geben, das ist das B-Vitamin 12. Das haben wir total vergessen. Schaut euch mal diese Spatzen an. Die sitzen da, weil die sind gewohnt, von unserem Ding zu fressen. Seht ihr das? Von unserem Futter. Es wird immer weniger. Jetzt habe ich zugemacht, weil die können ja auch Krankheiten übertragen. Wenn sie da koten in dem Futter, das geht nicht. What is? You forget or he don't know or what? Huh? Ja, dann geh rein und bring's. Wir brauchen das für die Elsa, bitte. Das ist gleich vorbei, das ist gleich erledigt. In einer Sekunde. Und dann haben wir nämlich das hier. Das ist nämlich für Eselerziehung. So. Kannst du gleich mal kommen, du. Ich muss nochmal nachgucken, wie man das genau... Normalerweise ist es zum Jonglieren gedacht. Ja, komm. Kannst dich schon mal dran gewöhnen, hier. Ja, lass ihn mal ein bisschen. Ja, sein. Die Eselleine, die wir hatten, die hat mein Mann einfach mal umfunktioniert und der Schwager auch. Haben sie Bersim damit angeboten an der Schubkarre. Entschuldigung, Leute. Ja, das ist einfach immer noch Erkältung. Oder whatever. Das ist die Bronchitis, Nesle Chavi. Guck mal, der Boss, der hat richtig coole Haare. Machen wir hier mal zu. Dann setzen wir uns mal zu den Schäfchen. Weil das Schafsbaby kommt irgendwie zu kurz. Ich bin auch ein bisschen, muss ich sagen, auf Abstand, weil ich ja, will mich halt auch nicht so extrem verlieben. Guck mal, ist der niedlich. Oh, Masha'Allah, Masha'Allah. Ja. Ist einfach so. Aber muss mal hier hoch. So, das muss mal jetzt. Bis der Fausi kommt, gell? Hasse ich mal durch. Ich komm. Moment. Diese sind Ausbrecherschafe. So, der hocken wir mit den Pipi Langstrumpfsocken. Gell, die Emma. Hast du heute den Sheriff gesehen? Bei dem bist du ja aufgewachsen oder bei der hatte ich ja gekauft eigentlich. Komm, komm. Ja, die wollen raus. Hey, du. Komm, komm. Komm, komm. Schuschu. Der kleine Pupsi. Hast du gebracht? Was ist das? Und warum? Baba kann es nicht halb. Hä, nicht halb. Wir, Mausi. Ich habe eine ganze verstanden. Okay. Ach so. Ja, dann tu das doch nicht zu mir. Gib's doch der Elsa ins Wasser. Das okay. Soll ich jetzt nehmen, oder wie? Habe bitte. Hala, das mache ich dann später. Mensch. Guck mal. Keine Angst. Bist du denn, Baby? Ja. Oh, er ist so süß. Die tut sich vordrängeln. One in a million. Guck mal, die hat jetzt auch eine Wolle. Die müssen wir jetzt auch. Die scheren wir. Gell? Und jedes Mal, wenn der Schafsscherer kommt, fragen die Leute, was machst du mit der Wolle? Nix. Die kommt weg. Guck hier, die ist zerschnitten. Ja, die muss man schneiden. Gell, dass du im Sommer nicht schwitzt, Habibti. Hier, nimm die Tablette. Guck mal, wir haben Zwangskuscheln, der will nicht, aber wir müssen ihn. Ist doch gut, wir haben dir, wollen, wir tun dir nichts. Wir tun dir nichts. Wie das aussieht, ne, mit den Socken bei 30 Grad, ich habe doch auch einen Knall. Ich habe aber vorhin gefroren. Ja, Ventilator ist auch an.
gewesen beim Schlafen. Ja, im Haus ist es kühler und hier draußen halt, ne? Nee. So. Du Kleiner. Oh, ein Zähnchen hat er auch schon. Oh. Ja. Du bist niedlich. Und die kleinen Glöckchen. Und die Glöckchen, die sind dunkel. Oh, das ist ja, das sieht ja aus wie Hasenpups, Hasenköttel. Beide dunkel. Das wär's. Habibi. Lass ich mal kurz gucken. Ja, jetzt rennt er. Na gut. Also die Glöckchen, die Mama auch hat, die sind bei ihm dunkel. Oh, ist das niedlich. Du Kleiner. Jetzt steigen ein bisschen das Fleisch der Schafe steigt, auch das Kuhfleisch, aber die Tiere an sich selbst nicht. Die Preise der Tiere sind geblieben. Aber das Fleisch davon ist gestiegen, das Kilo, der Kilopreis. Wir wollen da dennoch also noch ein Schaf haben, schwanger. Gucken wir mal, was wir bekommen. Ich habe ja noch Sondervorstellungen. Ich will ja ein Hädi-Schaf, ein Liebes, so wie die One in a Million, die kommt und gestreichelt werden will. Und es gibt halt nicht viele davon, gell? Oh, du, die hat da unten aber eine Beule. Oh nein, was ist das jetzt hier? Oh oh. Also da müssen wir einen Tierarzt holen, schau mal. Habibti. Oh nein. Da ist eine Beule unterm Ding. Kann irgendein Abszess auch sein vom Gerangel, weil die haben sich ja oft gekämpft, Revierkämpfe gemacht. Ah, schmeiß, ja genau, tu es mal runter. Das, oh, die Armen, die gucken das seit Tagen an. Guck mal, wie der Kleine aus. Schon gemütlich hier. Wenn der Schorsch nicht hier ist. Mhm. Der arme Schorsch. Der weint jetzt bestimmt nach seiner Mama. Aber der hat jetzt Ablenkung. Der hat zwei neue Schäfchen. Jonas liebt diese. Das sind komische Raupen, die wir nicht wissen. Das sind wahrscheinlich Nachtfalter oder so. Viele Schmetterlinge sieht man hier nicht, aber man sieht Falter. Was hast denn du für Nägel dir gemacht? Ja. Habibti. Ich tue es in heißem Wasser, damit es schmilzt. Ist es richtiger Nagellack oder was? Richtig. In heißem Wasser schmilzt der Lack. Nein, so. Das Glas. Vom Nagellack will nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Und ich werde es im heißen Wasser, damit der Nagellack innen drin schmilzt und in die Mitte geht. Geht. Damit ich dann wieder machen kann. Okay. Prachtig. Ja, heute ist ein langweiliger Tag bei uns. Nichts groß passiert, außer bei den Tieren. Wir machen heute nichts. Ich habe die Sommerklamotten schon in der Waschmaschine. One by one waschen wir. Brötchen gebacken und sonst nichts. Gell? Ich weiß auch nicht, was ich heute machen soll. Bisschen ruhig. Das habe ich euch ganz vergessen zu sagen. Seit 3 Tagen habe ich richtig starke Rückenschmerzen. Nachdem wir, heute ist der, ich muss selber überlegen, der 23. oder 24. Ja, nachdem die Sachen gekommen waren von den, die Möbel aus, von dem Schreiner für die Kinder, habe ich natürlich gleich am nächsten Tag den schweren Koffer getragen, wo die Bücher drin sind, oder geschoben, und seitdem habe ich mir irgendwas im Rücken und jedes Mal, wenn ich was hebe, habe ich Rückenschmerzen. Ey, immens und stark. Muss ich dann immer eine halbe Stunde hinlegen, bis es wieder einigermaßen wird. Ja, ich darf normalerweise schwere Sachen nicht heben. Und Putzsachen wie Saugen oder Wischen, Kehren, solche Rückenbewegungen, ne, die man ausführt, darf ich gar nicht machen. Aber man macht es ja trotzdem, ne? Man denkt, ach, das bisschen komm, und dann zack, haut's rein. Guck mal, wie hübsch die Busa ist. Mashallah. Hey, streichel mich auch. Was ist da los? Nicht nur das Schaf, das blöde Schaf.
Die blöde Kuh streichelt mich auch. Das tut die blöde Kuh. Sagt die Emma. Oh. Was? Gibt's da Futter? Die Emma hat so niedlich. Jetzt müssen wir echt mal der Barbara sagen, dass der Tierarzt kommt ja eh und der soll das angucken. Das wäre natürlich fatal, wenn das was wäre. Na, da weiß ja, was soll man dann sagt, sofort schlachten. Der guckt ja die Emma schon lange an und will die im. Also, ein bisschen mehr Respekt. Ja, ich kann es auch nicht. Also die Emma ist mein Lieblingsschaf. Die Arme. Jeder will nur Babys von ihr, gell? Keiner akzeptiert sie als normales Schäfchen ohne Babys. Ja. Na gut, so ist das. Ist ja auch fast immer so. Nicht bei jeder Familie bist du akzeptiert als Ägypterin, die keine Babys liegt. Du wirst sie gleich zum Schlachter oder zum Scheidungsanwalt gebracht. Hier ist halt bei den Tieren der Schlachter. So ist das. Und Emma ist jetzt auch schon ein Jahr auf jeden Fall mindestens bei uns. Anderthalb und hat nichts hin. Also da waren jetzt drei Schafe schon da. Keiner hat sie trächtig gemacht, also liegt es an ihr. Ja, ist ja kein Problem. Ich finde, man muss nicht. Sie ist so süß. Ich finde auch die Farbe so niedlich. Ein Braunkopfschaf. Ja. Werde ich nie vergessen, wo wir sie gesehen haben, wie sie uns hinterhergelaufen ist und an der Tür geguckt hat, nehme ich mit. Ja. Weißt du, da habe ich richtig gespürt, sie will zu uns, gell. Durch die Tür durchgeguckt, wo wir sind. Dann haben wir sie abgeholt. Und wir mussten sie dann im Kofferraum transportieren, ne. Das war's, aber ist ja alles gut gegangen. Der Schorsch war heute auch im Kofferraum. Ja, was willst du machen? So ist es hier. Das ist aber nicht schön. Ja, was ist. Honey, was soll ich da jetzt sagen? Ist halt hier so. Besser als wenn er mit dem Motorrad kommt und fährt und ihn vorne vor sich hin macht. Also da ist das die sichere Variante. So liegt er und fertig. Das sind ja nur 2 Kilometer. Geht schon. Ja, man muss immer lockerer werden. Du siehst es doch, du weißt es doch. Bist jetzt auch, du bist so unlocker. Ja, auf dem Motorrad. Das ist krass auf dem Motorrad. Aber so im Auto, es geht noch. Komm her, Annie. Guck mal, ich hab deine Spange, Annie. Komm her. Oh. Guck da. Ein Schäfchen mit Spange. Naja, Leute. Ihr hört die Vögel zwitschern. Jetzt gehe ich mal wieder vor nach vorne. Hast du die Tablette gegeben? Ja. Hallas. So, machen wir mal auf hier unser Schloss. Sit down, du bist hypnotisiert. Bing, hinsetzen. Genau, setz dich hin. Sie macht's. Tu es ein bisschen, vielleicht ist es zu eng gemacht von mir. Bisschen auf.
Ja, Leute. Da hängt die Galabedi ab. Ja, heia, heia, heia. Du musst ein bisschen mit laufen, dann weiß er es. Genau, der muss ein bisschen dran lassen und verstehen, was das ist. Die Heidi hat ja eine Riesenangst davor. Also wirklich. Da kannst du das, konntest du auf der Heidi ihr Futter machen. Die hätte nie gegessen. Gell? Du hättest sogar Reddy oder ihr Lieblings- oder Bersim. Die hättest Bersim nicht angefasst. Also die Heidi ist sehr ängstlich und ja, misstrauisch. Ganz misstrauisch. Ja, bei ihm wollen wir das so ein bisschen locker machen, dass er nicht mehr nicht so Angst hat. Ja, jetzt guck mal, der. Kannst du. Aber weiß nicht. Guck mal. Der läuft wenigstens. Die Heidi hätte keinen Meter gemacht. Jetzt beißt er dran rum. You're fine. Hallo, Jack. You're fine. Jetzt geh mal nach vorne, vielleicht rennt er dir nach. Ja, du willst eigentlich rennen, aber der traut sich nicht, dass er stolpert vielleicht. Ich höre schon die Kinder. Oh. Die schlafen hier. Das sind ja ganz toll. Guck mal, in den Corona-Zeiten schicken die... ja, und? Wir haben hier Corona, die schicken ihre... Enkeln, guck mal, das kann ich nicht glauben. Der Schwiegervater, der muss heute zum Herzarzt. Der Opa ist so krank, der hat immer noch Anämie 6, hast du mich gehört? Das ist wieder runtergegangen. Jetzt muss der Baba heute mit ihm zum Herzdoktor gehen. Die wissen das alle nicht. Manchmal denke ich, ich muss denen echt, ich weiß auch nicht, manchmal weiß ich nicht, was ich da sagen soll. Da schickt doch die Tochter vom Opa einfach die Enkel hierher. Macht mal schön Urlaub beim Opa. Ne? Warum denn auch nicht? Ist ja nicht schlimm. Die haben Ferien, damit die Mama ein bisschen relaxter ist und der Opa mit seinen Herzproblemen, dass er ja noch mehr Stress hat, weil er ja so kinderlieb ist. Der hat die Enkel ja so vermisst. Der hat heute schon im Klo rumgeschrien, ich habe es gehört. Der ist total gestresst mit den Kindern. Weißt du was, das sage ich jetzt meinem Baba. Der soll mal da anrufen und sagen, das kann ich nicht machen. Der Opa ist gestresst und genervt. Das kann man nicht machen. Machst du mir auf? Ich gehe kurz rein. Heute mal sehen, was der Baba sagt. Ja, wir haben dunkel gemacht, wir wollen unsere Ruhe. Für Jonas will, oder? Corona-Time. Corona-Time, yes. And you understand it, but you don't go to your family and say your father is ill. You cannot say this. Ja, die sagen dann, er hat... I don't want to say something, and because they say something, relax. What you can say, Bilax, we have if this... If I say one word, it must be working. If not working, I never come in from my tongue. That you know. You must know me since we are... But what means that? Yeah? Why you should say Bukra something else? I don't repeat. What I say, I can never repeat. This is my way. I don't understand. Anyway... You must not say this. You just call your sister and tell her, by the way, I want to inform you your father is full ill. You know he don't like the children so much. And he has stress. It is... I know you want to send your children. Just I want to know you. What you do then is... She's here. But they don't know that he's ill. They think he's better. You have the lab. They had nämlich... To who? They know yesterday. Mm. You know, they bring all the family. Die bringen Blutreserven, ja. Leute, das ist doch einfach. Ja, wie gesagt, er hat es gestern der einen Schwägerin gesagt und die Kleine weiß es auch, dass es ihm schlechter geht im Opa. Wir haben wieder Blut gemacht, Blutbild und das ist alarmierend. Er muss wieder zum Herzarzt gehen und ja, was willst du machen? So. Ja, der ist wieder am Telefon. Und du bist am Lesen, Mäuschen. Oh, die Intellektuelle. Wir müssen jetzt mal deine Bücher ins Regal packen. Irgendwann, aber wir haben keine Lust. Immer so viel gemacht, gell? Komm, das lassen wir jetzt einfach. Wir machen nichts. Ja, so ist es. Leute, we are in Egypt. Hier läuft das Ding anders. Hier kann man sich nicht aufregen. Ist mir auch wurscht egal. Alles, gell? Erzähl mal du. Du hast die gesehen. Die Cousine, die kommt zu dir und will dich umarmen. Und was hast du gemacht? Nee, ich muss nach Hause.
nee, nee, ich muss nach Hause. Und die andere kleine Cousine von hinten, hey, Aschan Corona. Und hat voll gelacht. Wegen Corona umarmt sie dich nicht. Ja, die lachen über uns, weil wir das so extrem seriös ernst nehmen. Aber so ist es richtig, weißt du? Die sehen das halt zu locker und das geht halt auch nicht. Ja, mir ist auch langweilig, Mausi. Ich würde auch mal gern wieder zu meiner Freundin gehen und ein bisschen einkaufen, ein bisschen raus, aber das geht nicht. So ist das. Wir müssen uns irgendwie beschäftigen, irgendwas machen, aber was macht mir Spaß? Ich habe jetzt auch keine Lust. Die Küche sieht auch aus, wir müssen eigentlich was machen, aber was machen wir? Keine Ahnung. Guck mal, was der Jonas macht. Gehen wir mal zu dem. Ja, Leute, es ist halt... Ne, ich weiß, ihr seid jetzt, ihr habt es schon hinter euch. Viele haben schon die Quarantäne gemacht von euch. Was macht dieser? Der glotzt im Handy rum. Guck mal, die Wäsche müssen wir auch noch in den Schrank. Wir sind faules Pack. E-Corona, what? What? Der ruft an wegen dem Arzttermin. Warum machst du so? Was soll das? Mach mal bitte den Schrank zu. Was soll das? Guck mal, seine Kleider, alles sortiert. Und was hast du jetzt hier für Geschichten am Boden? Na, guck mal. Ah ja, die Rollen. Wir müssen auch mal tapezieren, genau. Wir haben ja noch die Rollen. Können wir auch mal machen. Hier kommt ja das Waldbild hin. Vielleicht trinke ich noch einen Red Bull, dann machen wir das heute. Hast du Bock? Machen wir Tapeten? Die Maler machen das. Die Maler, die können wir jetzt an Corona nicht reinlassen. Das müssen wir alles selber machen. Ja. Na, müssen wir selber machen. Ja, gucken wir mal. Guck mal, Jonas hat die Bücher schon in den Schrank gepackt. Ja, so ist es. Okay, Leute, jetzt gucken wir erstmal, was wir machen. Es ist ein bisschen langweilig bei uns. Ein bisschen aufräumen erstmal und dann schauen wir mal. Okay, wir schicken euch mal ganz viel gute Laune. Wir brauchen wir auch. Schickt uns die mal zurück. Also bis die Tage, mal Selema. Bye, bye.